Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, sind wir jetzt auf dem Weg zu Sour's und Smash und machen alles, was uns da auf dem Weg entgegenkommt, platt. Du willst aber auch wissen, ne? Uiuiui. Wunderbar. Können wir uns hier verankern, damit wir die Sachen mitnehmen? Wir haben nicht schon wieder Anker verloren. Wir verlieren ja jedes Mal Hunderttausende von Ankern. Ja, an so einer leicht abschüssigen... Den kann man sich irgendwie leichter verankern. Und vielen Dank für den Flügel. Denn sobald wir damit anfangen, hier Flugobjekte zu bauen, werden wir jeden einzelnen Flügel brauchen. Batterien sind voll. Also weiter Richtung Sour's und Smash. Weißt du was, ich nehme dich erstmal so mit. Vielleicht heben wir ja ab. Nee, der Flügel erzeugt nicht genug Auftrieb, um dieses schwere Ding hochzubekommen. Das wäre ja noch schöner, ne? Auf jeden Fall fahren wir wieder in Richtung unserer Heimat. Und für Mikey haben wir immer noch kein Kabit gefunden. Vielleicht müssen wir halt mal die Gegend ein bisschen weiter verlassen. Moment. Nee. Die klatscht mal wieder dran. Aber da sieht man schon, wie schnell man so einen Anker verliert. Damit rechnet man ja eigentlich gar nicht. Weiter B. Inventar wieder zu. Einfach so eine kleine Düne und schon verliert man den Anker. Aber du bist der Anker meines Lebens. Der Aufflugteile hier, die übrig bleiben. Ja gut, dann können wir dich hier auch mal wieder reinhauen in unser Inventar. Also die Hawkeye-Kanonen, die wir vom Brückentroll bekommen haben, die waren wirklich ein Segen. Ohne die wären wir auch schon wieder 100.000 Mal platt gemacht worden. So, jetzt dürfte aber alles drin sein. Zum Smash geht's aber nach da. Und volle Kraft voraus. Dass man immer umdrückt, die halbe Welt fahren muss. Oh, guck mal, da ist das Smash schon. Melden wir uns mal bei Sergeant Smash. Na, schau mal, wer da angekrochen kommt. Haku schickt mir diese mickrigen Haufen Blöcke und nennt das ein. Ich bin Sergeant Smash, aber du kannst mich ja Sergeant sofort nennen. Mehr will ich nicht von dir hören. Zeig mir, dass du für irgendetwas gut bist und zerstöre dieses Geschütz. Hast du dich in mich verliebt, Mistkopf? Beweg dich! Los, los, los! Ja, der Sergeant Smash. Naja, wenn es weiter nichts ist, außer ein Geschütz zu zerstören. Und dann bekommen wir hier noch ein paar Georg-Korb. XP-Punkte. Und Hawkeye-Lizenz-Stufenaufstieg. Yay. Zwei Kisten? Gibt's jetzt, ist jetzt irgendwie Double-Chest-Wochenende oder was? Achso, ich will mich nicht beschweren. Helios-Geschütz. Ah, sowas. Das ist ja so, ich glaube, das ist das KI-Modul von Hawkeye, oder? Wunderbar. Damit die Hawkeye-Kanone da noch drüber schießen kann. Ach ja, will ich eigentlich die Blöcke da aufsammeln? Man weiß es nicht. Ich mach's einfach mal. Ich meine, was ich hab, das hab ich. Und was ich nicht hab, hab ich nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. In der Zwischenzeit können wir noch ein paar Blöcke verkaufen. Ja, da sind ja nur Blöcke übrig geblieben. Schließe die Strecke in 60 Sekunden ab. Doppelringbogen, 40 Meter. Verdächtiges Paket. Fahren wir mal zu dem Paket erstmal. Das ist in die Richtung, habe ich mir sagen lassen. Na dann. Guck mal, meine Base tut auf diese Entfernung auch noch verkaufen. Das ist doch schön.
Und ja, für jede Quest bekommen wir auch ein bisschen Kleingeld für das zerstörte Tech. Das passt schon, was wir hier machen. Da drüben ist eine Lieferkiste. Mal sehen, was drin ist. Gegner. Was denn sonst, ne? Im Wald spawnen die auch noch. Uiuiui. Kommen da noch mehr oder nur die paar? Turbo Racer. Ja, du bist ein richtiger Turbo. Kannst du mal bitte drauf gehen? Feindliche Angreifer zerstört. Öffne die Lieferkiste. Ja, wenn es weiter nichts ist. Ein Truthahn ist drin. So. Da sollten wir zumindest die meisten Blöcke, die wir hier erbeutet haben, bekommen. Soll ich jetzt wirklich schon Zeit fahren? Ja, Mikey können wir leider nicht, nicht erledigen, aus dem einfachen Grund, da wir kein Kapit haben. Dass er beschließt diese Mission hier aus. Ja, komm, fahren wir erstmal zur Handelsstation. Und holen noch ein paar Sachen ab. Ja, in der Zwischenzeit können wir noch ein bisschen unsere Batterie aufladen. Schadet uns ja auch nicht, wenn wir hier vollgeladen rumfahren, ne? Sehr gut. Ah, den Propeller möchte ich aber auf jeden Fall haben. Weil wir den Propeller nicht ehrt, ne? Der hat einfach keine Ahnung von Terra-Tech. Weil die leichtesten Flugzeuge, die man bauen kann, bekommt man halt mit diesem Propeller. Oh, guck mal, da bekommen wir nochmal ein Venture-Geschütz. Noch ein paar von diesen Billigkanonen. Jetzt aber entankern wir mal. Ja, der ist wahrscheinlich da oben, der Vermannenten. Also der Typ hier. Fahren wir erstmal zur Base und holen uns neue Quests. Zum Zeitfahren müssen wir ja eh in die Richtung. Wenn wir hier schon mal in der Nähe sind, bekommen wir auch ein bisschen Kleingeld. Moment, kann ich hier fahren? Na komm schon. Ich wollte irgendwie noch in den Shop gucken, ob da was Interessantes für uns dabei ist. Ah, dann halt nicht. Aber guck mal, lerne fliegen. Oh, da können wir wieder mit Susi reden. Die gibt uns dann ein Tech. Was? Was willst du denn? Sergeant Smash. Weißt du, wie spät es ist? Schraubenhirn. Weil du meine Zeit verschwendest, gebe ich dir einen schweren Auftrag. Versuche nicht wieder alles zu ruinieren. Was? HQ hat eine hohe Anzahl an feindlichen Einheiten in diesem Gebiet entdeckt. Eliminiere ein paar von ihnen. Los. Ja gut, Smash. Habe ich gerade eine... War das gerade die Quest, die ich gerade angenommen habe? Abbaumeister 3. Raffiniere Rohstoffe. Ja gut, das machen wir ja nebenbei. Hausputz. In welche Richtung müssen wir denn? Achso, einfach mal 10 feindliche Textblatt machen. Ja, guck mal, das funktioniert. So, das läuft auch nebenbei. Dann kümmern wir uns um die Angriffstruppe hier. Weil ich wollte ja noch in den Shop gucken. Lass mich raten, ich habe wieder 100... Nee, ich habe sie doch noch. Weißt du was? Halt eben auf die klassische Art und Weise. Nee, ich muss erstmal ins Inventar im Shop. Komme ich nicht weit. Herstellungsblöcke, Storage schon nicht. So, und dann ab in den Shop. Mal. Kauf mal ein paar von denen. Ein paar von denen. Ein paar von denen. Die kann ich nicht kaufen, weil ich keine Stufe 3 Lizenz-Upgrades habe. Dann kaufen wir ein paar experimentelle Platten. Ein paar von den Dingern hier.
Ja, komm, das Zeug können wir eigentlich leer kaufen. Aber richtig viel im Angebot haben die nicht, wollte ich sagen. Aber guck mal hier. Mal ein schwarzer Block. Ein paar KI-Module kaufen. KI sag ich schon. Also ein paar Steuereinheiten. Wer weiß, wann wir die brauchen, ne? Oh, was ist denn das? Mittlere F1-Reifen für 10.000er Stück. Kauf mal einfach mal 4 Stück. Kauf mal ein paar von denen. Ein paar von denen. Und ein paar von denen. Ja. Dann können wir eigentlich weiterfahren. So. Und nehmen wir nochmal Gegnerblatt. Warum denn nicht? Ach ja, ich muss ja die Angriffstruppe platt machen. Ja, wir haben jetzt einige Quests, die einfach so nebenbei laufen. So, hier können wir wenigstens verankern. Da können wir nebenbei noch Ressourcen raffinieren, wie sich das gehört. Raffinierte Ressourcen und so, verstehst du? Na komm, saug schneller. Du alter Staubsauger, du. So, dann fahren wir mal hier hin, weil da der nächste Gegner auf uns lauert. Du willst ja auch unbedingt wissen. Dem wird ja mal ruhig sagen können, dass man ohne Schild und Reparaturblasen hier nicht mehr abhängen muss. Das zu nichts führt. Aber Ersatzteile müssen wir auch immer einsammeln. Da führt auch kein Weg dran vorbei. So, aber jetzt dann langsamer Richtung Angriffstruppe. Angriffstruppe, auf geht's. Will ich noch warten, bis das hier als raffiniert ist? Wie schaut's denn da aus? Na, guck mal, schon 104. Wie gesagt, das geht ratzfatz. Der kommt. Hausputz, 2 haben wir schon. Bekomme ich dafür 8 Kisten oder 8 Teile? Ich glaube, das ist die Teilanzahl, die drin ist in den Kisten. So, weiter. Bam, bam. Bin ja komplett in die falsche. Achso, nee, ich wollte ja die Gegner platt machen, deswegen bin ich in die falsche Richtung gefahren. Stimmt ja, da war ja was. Ah, guck mal, hier ist die Susie Vroom. Die bringt mir dann das Fliegen bei. Wenn ich hier aus dieser Dulac wieder rauskomme. Aber das mit dem Fliegen heben wir uns dann für die nächste Folge auf. Jetzt machen wir auf jeden Fall erst einmal die Angriffstruppe platt. Feindliche Gang voraus. Zeig ihnen, wie wir arbeiten. Ist der kaputt? Ich muss vorsichtig sein, wenn ich nicht zu viele Teile kaputt machen möchte. So. Wir wollen ja die bestmögliche Anzahl an Teilen davon mitnehmen. Hey, ich fand hier Gang wurde zerstört. Was will der jetzt? Will er abstauben? Also zum Abstauben hat er sich ziemlich viel vorgenommen, würde ich behaupten. Müssen wir verankern. Wunderbar, das geht. Ah, guck mal, hier haben wir noch so ein Rotor. Hier haben wir einen Luftanker. Yay! Das ist doch das Teil, was wir zum Verankern brauchen, damit wir überall verankern können. Ist doch schön. Aber erstmal hier alles einsammeln. Also gucken wir mal nach dem Anker. Anker, Anker. Wo ist der Better Future Luftanker? Schalten wir einfach mal nur auf Better Future. Hier, wie groß ist denn der? Zu groß, ne? Kann ich dich hier austauschen?
Jawohl, das geht. Opti-mopti. Dann können wir die Anker hier entfernen. Weil mit dem Teil können wir ja überall ankern. Ich hoffe, wir machen es nicht kaputt. Mhm. Wunderbar. Aber meine Anker nehme ich natürlich mit. Ah, komm mal, da hinten ist schon das nächste Opfer für Sergeant Smash. Ja, geh mal bitte auf alle Firmen. Und Techern ankern, dann fahren wir mal weiter. Oh, das bleibt ja überall hängen. Moment. Kann man das mal ein bisschen optimieren? Batterie hier irgendwie ersetzen? Weiß ja nuscht. Ist auch eine Batterie. Kommen wir mit einer Batterie weniger klar? Oh, komm mal, wer da antanzt. Bin doch gerade verankert, Junge. Lass mich einfach abwarten. Guck mal, ich gilt ja immer noch als verankert. Das Teil ist halt wirklich genial. Wie weit komme ich von dem Anker weg? Ui, das ist ja schon eine schöne Entfernung, die wir da zurücklegen können. Das ist nice. Aber hallo. Aber ich hoffe, es war es wert, dir eine Batterie hier zu opfern. So, Susi haben wir uns für die nächste Folge vorgenommen. Rohstoffraffinerie. Gibt es noch was in der Nähe? Hausputz. Fehlen uns noch zwei Tags? Nee, wisst ihr was, meine Schnuffels? Nee, komm. Die schaffen wir noch. Die Quest. Ich darf noch nicht so dicht an Susi ran. Landet hier vielleicht noch einer, der gerne spielen möchte, fahren wir mal hier durchs Tal durch. Dann können wir noch ein paar Ressourcen einsammeln, die wir raffinerieren können. Wäre ja auch nice. Gegner, hallo. Ich bräuchte nur einen. Ich glaube, keine Sonne mehr da, oder? Sonne. Nö. Gegner vielleicht? Es ist nice, dass ich wenigstens noch ein paar Meter weiterfahren kann. Dann werde ich wieder vom Gummiband zurückgezogen. Ja, wunderbar. Ah doch, ein bisschen Energie haben wir schon noch abbekommen. So, weiter. Gegner, hallo. Braucht doch nur einen. Ah, guck mal, da haben wir schon welche. Schließen wir immerhin diese Quest hier ab. Hinten sagst du? Alles klar. Der wird sich wundern. Ach, auch so ein Mini-Winnie. Na, guck mal. Können wir dich mal verankern? Ja, der Better Future Anker ist wirklich eine super Errungenschaft für uns. Oh, ein Flugpropeller. Ist doch auch nicht schlecht. Und da bekommen wir auch den Fabrikator von Hawkeye, damit wir Hawkeye-Sachen produzieren können. Ich finde es halt nur blöd, dass wir halt nicht so viele Ressourcen irgendwie zwischenlagern können. Aber ja. Oh, nee, das ist mein Anker. Ich dachte, da liegt noch was. Aber guck mal, so kann man auch super farmen, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. Einfach alles in der Nähe platt machen. Dann einfach mal hinfahren. Wie, meine SCU wird beschädigt. Die, die ich an Bord habe, oder eine andere? Die habe ich doch immer weggeräumt, oder? Na gut, meine Schnuffels, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. In der nächsten Folge kümmern wir uns da hinten ums Fliegenlernen von Susi. Die Susi wird uns das schon beibringen. Und ich hoffe auch vernünftig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
Danke fürs Zugucken und tschö mit Ö.